mein Gott, ich muss da hin, ich muss da vor. Los, los, los. Guten Morgen. Ich habe schon fertig gefrühstückt. Und heute wollen wir durch die National Mall gehen, vom Lincoln Memorial bis zur National Gallery of Art. Ich freue mich drauf. Okay, wir sind in Washington, haben gerade in der Nähe des Weißen Hauses geparkt und Miro hat was Unglaubliches entdeckt. Wirklich unglaublich. Schaut euch das an. Hier sind wir gerade am Lincoln Memorial, außerdem noch am Reflecting Pool, der genau dahinter ist, wo man auch das Washington Monument sehen kann und das Kapitol. Und hier wurde auch natürlich eine der größten Szenen überhaupt gedreht, im Film Forrest Gump, wo er seine Rede gehalten hat gegen den Krieg und Jenny dort hinten von der linken Seite in den Pool gesprungen ist, um zu Forrest zu rennen. Ah, Gänsehaut. Ja, liebe Leute, wir stehen jetzt hier vom Abraham Lincoln Memorial. Abraham Lincoln, ein sehr, sehr wichtiger Präsident, rettete sozusagen die Union von 36 Staaten, später dann 48 und 1959 kam dann noch Hawaii und Alaska dazu. Und wie es hier ja steht, er hat es geschaffen. Wir respektieren ihn. Vielen, vielen Dank, Abraham Lincoln. Ja, Abraham Lincoln war ja auch einer der Ersten, der gegen die Sklaverei gekämpft hat. Durch ihn ist der Bürgerkrieg 1865 entfacht oder gewonnen worden mit den Nordstaaten, die gegen die Sklaverei waren. Hier vor 250.000 Menschen hielt 1963 Martin Luther King Jr. seine bekannte Rede I Have a Dream. Das erste Mal Eiscreme. Patrick hat ein Regenbogeneis und ich habe ein Chocolate Eclair Eis. Ding, ding, ding. Wir sind jetzt gerade in der National Gallery of Art im East Building, wo etwas mehr die moderne Kunst zentriert zu Hause ist, auf dem Ground Level. Und jetzt wollen wir mal uns das ein bisschen anschauen. Gallery of Art kommt von Max Ernst, einem Deutschen, und es zeigt einen Moment der Ruhe 1939, also direkt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Ich finde es sehr schön, es wirkt sehr düster, wenn man sieht überall bunte Schemen herausgucken. Es deutet auch auf einen Angriff hin, viele Kreaturen. Das ist bis jetzt ein Bild, was mich sehr berührt hat. Take.
fand es eigentlich wirklich schön. Es war eine gute Mischung aus Skulpturen, Fotografien und Gemälden. Mir haben sogar ein, zwei richtig gut gefallen. Und die moderne Kunst, muss ich sagen, hat mir bis jetzt in diesem Museum am besten zugesagt. Ja, wie war es bei dir? Washington an sich, mir ist aufgefallen, dass alle Gebäude, die was auf sich halten, so ein bisschen so einen antiken Touch haben, so ein bisschen griechischen Style fast, mit Säulen und prunkvoll und vor allen Dingen so ein Weiß halt. Und ja, Washington an sich hat mir schon gefallen. Sah ganz nett, war mal eine Abwechslung zu den ganzen anderen relativ modernen Städten, die wir gesehen haben. So, und jetzt kommt Mios kleines Fazit. Links halten. Drive the car and come home. Toy Story und eine dicke Pizza, wie kann ein Abend besser ausklingen? Ich weiß es nicht. Wir werden den Abend auf jeden Fall so ausklingen lassen und damit auch Washington DC. Die Stadt haken wir jetzt erstmal ab. Morgen geht es dann zu einem wunderschönen neuen anderen Ziel. Oh. Sehr spezifiziert. Und für heute sagen wir auch erstmal wieder Tschüss. Ne? Tschüssi. So Leute, also das war jetzt auch schon wieder der Vlog für heute. Nach gestern der kleinen Jubiläums. Ausgabe würde mich das echt mal interessieren, wie das so ankommt bei euch. Was ist vielleicht auch schon über die letzten Vlogs besser geworden oder schlechter geworden? Was gefällt euch, was nicht so? Ich würde es gerne mal wissen. Schreibt es einfach in die Kommentare unten drunter und danke.